So, damit begrüße ich recht herzlich bei Welt Hans-Georg Feldmeier vom Bundesverband Pharmazeutische Industrie. Willkommen und guten Tag bei Welt. Kann und darf man zufrieden sein mit den eher bislang bescheidenen Fortschritten bezüglich der Impfkampagne in Deutschland? Also ich finde, wir sollten vor allem zufrieden sein, wie viel wir schon geschafft haben. Ich weise immer darauf hin, dass wir eine Zulassung für den Impfstoff seit Ende Dezember haben. Und für mich ist es erstens ganz erstaunlich und ein riesengroßer Erfolg, dass wir diesen Impfstoff zugelassen haben und bisher auch nicht nur einen, sondern auch schon den zweiten. Zweitens ist für mich auch immer ganz wichtig, dass wir bereits vor der Zulassungsabteilung Produktion von Impfdosen gewährleistet bekommen haben. Das heißt, die Hersteller sind hier in Vorleistung gegangen, sodass unmittelbar, nachdem die Zulassung erteilt worden waren, auch bereits mit der Auslieferung von Impfstoff begonnen werden konnte. Und das ist ein großer Erfolg, der nach meinem Dafürhalten viel zu schnell kleingeredet wird. Also können Sie die Kritik, die es ja gibt, seit Anbeginn dieser Impfkampagne nicht nachvollziehen? Ich finde die Kritik in dieser Form nicht berechtigt, weil sie vor allen Dingen auch nicht die Frage berücksichtigt oder immer nur auf die Frage abhebt, was wurde bestellt oder nicht bestellt. Die Frage ist ja auch, was hätte man denn überhaupt liefern können? Worin sehen Sie die größte Herausforderung? In der Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss bezüglich der Impfbereitschaft in Deutschland, oder ist es doch eher die Verfügbarkeit des Impfstoffes? Ich glaube, wir brauchen alles zusammen. Es werden diverse Initiativen ergriffen, die Produktion, die Impfstoffproduktion so schnell wie möglich weiter hochzufahren. Das weiß ich aus erster Hand, auch von den Kollegen von BioNTech. Das weiß ich aus unserer Branche. Wir wissen von vielen Unternehmen, dass sie bereit sind, hier auch zu unterstützen, wo immer sie können. Wir sollten nicht unterschätzen, was auch getan wird im Bereich der Diagnostikaherstellung durch die Branche. Wir sollten nicht unterschätzen, was auch alles an Hilfsmitteln produziert wird, in großen Mengen, Kochsalzlösung, Fertigspritzen, alles, was zum Impfen benötigt wird. Hier ist eine riesige logistische Herausforderung zu stemmen. Und die Branche, die stellt sich dieser Herausforderung, finde ich, in einer ganz hervorragenden Art und Weise. Ich glaube, das Zweite ist genauso wichtig, was Sie ansprechen, dass wir natürlich diese Organisation des Impfens sehr gut organisiert bekommen. Andere Länder beneiden uns dafür, wie wir uns hier wieder aufstellen. Wir selber sind wieder sehr ungeduldig, dass vieles nicht schnell genug geht. Was das Thema Impfbereitschaft betrifft, da gebe ich Ihnen recht. Mich macht es manchmal traurig, wie leichtfertig viele Menschen sind in ihrer Argumentation. Ich versuche es immer mit einem Vergleich eigentlich zu machen, was die Risiken in die eine oder andere Richtung sind, und versuche meine Mitarbeiter, meine Kollegen, auch Menschen, die ich kenne, immer denen zu sagen, das Risiko, nicht geimpft zu werden, ist so unvergleichlich viel höher als das, was vielleicht im Ausnahmefall mal passieren könnte. Und ich kann immer nur appellieren, liebe Mitbewohner, liebe Mitmenschen, haben Sie keine Angst und vertrauen Sie nicht immer nur der eigenen kleinen Internetblase, in der Sie sich mit Ihrem Mobilfunkgerät bewegen. Herr Feldmeier, worüber es ja bislang noch gar keine Informationen gibt: wie lange hält denn überhaupt die Immunität vor nach einer Impfung, nach der Doppelimpfung? Wann ist denn diesbezüglich mit belastbaren Informationen überhaupt zu rechnen? Da habe ich keine Primärinformationen, und das sollten wir deshalb die Zulassungsfirmen fragen, beziehungsweise die Hersteller selber. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Hans-Georg Feldmeier war das vom Bundesverband Pharmazeutische Industrie. Dankeschön. Ich danke Ihnen.